My common never sleep on me. I saw my change, you got no ego. Get what you're looking at, fool. No, I know, no, I'm not gonna go. Find your comfort from another, yeah. I got low like undercover, yeah. Wanna know my name, Juki, I don't need a weird boy, but I beat him, yes. You can even guess me, cause I'm baby. Hi, Lolo, what's your day? Not like maybe. Gavin Lemon, welcome to my palace. So, jetzt hat's erstmal ausgetanzt. Hallo Freunde aus Germania. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ins verwunschene Wald kommt. Zuerst einmal müssen wir an dem Wächter des Ochao-Tempels durch. Mal schauen, ob der uns durchlässt. Ey, Alter, der lässt mich nicht rein. Ich komme überall rein, mein Freund. Jetzt müssen wir an dem Entei-Wächter vorbei, der das Portal zum verwunschenen Wald bewacht. Den blende ich euch rechts ein. Da, der euch anguckt gerade. Rechts oben die Karte müsst ihr andauernd auf Minus, Minus, Minus drücken, damit ihr so viele Räume wie möglich sehen könnt. Denn wir konzentrieren uns in diesem Video auf das linke Foto, was ich eingekreist habe. Die beiden Räume, da werden wir den Wächter finden. Weil es zu langsam ist und dadurch langweilig wird, schalte ich zwischendurch mal auf Turbo-Modus um. Wir schauen uns erst den einen Raum an und dann den anderen Raum. Und dann zeige ich euch den Trick, wie ihr von dem einen Raum aus den anderen beobachten könnt. So, ganz nah an die Wand und das, was ich da eingekreist habe, da guckt ihr hin, ob der Herrscher eventuell da steht. Das ist nämlich der andere Raum. Wenn der nicht hier sein sollte, dann machen wir einmal einen Channelwechsel und schauen uns an, ob der hier ist und eventuell drüben ist. Wenn der wieder nicht hier sein sollte, dann machen wir natürlich wieder dasselbe. Channelwechsel, einmal kontrollieren, ob der hier ist, ob der da ist und so weiter, bis wir den gefunden haben. Dieser Vorgang geht manchmal recht schnell, aber es kann auch sein, dass es bis zu einer halben Stunde dauert. Dieses Channelwechsel, wieder einloggen, wieder die beiden Räume kontrollieren, je nachdem. Aber meistens hat man Glück, dass es zwischen 5 bis 10 Minuten dauert. Es gibt keinen anderen Weg ins verwunschene Wald. Also, damit man ins verwunschene Wald kommt, muss man Level 95 sein und den Wächter, den Entei-Wächter, der das Portal zum verwunschenen Wald bewacht, kaputt machen können. Achso, was ich vergessen habe noch zu erwähnen, ab 95 könnt ihr nur noch im verwunschenen Wald vernünftig und schnell leveln. Und nach Level 110 ist nur noch Zeitriss da, damit das schnell geht mit dem Leveln. So, wo ist denn unser Freund jetzt? Da ist er nicht, da ist er auch nicht. Ich hoffe, wir finden den bald. Ich lasse den mal jetzt ein bisschen schneller laufen. Ich denke mal, in ein paar Sekunden haben wir den. In der Geduld liegt die Kraft. Na endlich, da ist unser gemeinsamer Freund. So, da wo der Pfeil hin zeigt, das war der, der steht da immer noch. Ich mache erstmal die kleinen Viecher kaputt und jetzt geht's los, dass ich den Entei-Wächter kaputt mache. So, das geht eigentlich, wenn man das richtige Equipment hat, geht das recht schnell. Also das Equipment ist Wind und Magie. So, da mache ich jetzt erstmal alles kaputt und zeige euch das Portal. Wenn ihr jetzt ins verwunschene Wald möchtet, da müsst ihr genau in das Blaue klicken und der fragt euch dann, ob ihr ins verwunschene Wald möchtet und somit ist es geschafft. Wenn das Video dem einen oder dem anderen geholfen hat, das freut mich sehr. Damit ich mich auch ein bisschen freuen kann, abonniert mich doch bitte,
gebt mir einen Daumen nach oben und aktiviert die Glocke, damit ihr meine nächsten Videos schnell sehen könnt und ich in der Rangliste höher komme. Ihr könnt natürlich auch was Nettes unten drunter schreiben. Positiv oder negativ, Hauptsache nett und freundlich formuliert. In dem Sinne sage ich erstmal ciao, bis zum nächsten Mal.